Wir haben natürlich selbst und auch gemeinsam mit den Flughäfen alle Standards umgesetzt in den letzten Wochen, die man, glaube ich, in so einer Situation erwarten kann. Wir haben die ganzen Reinigungsintervalle erhöht. Es gibt sowohl am Flughafen als auch an Bord überall Desinfektionsmittel. Wir teilen auch Desinfektionstücher aus an jeden einzelnen Gast. Und natürlich gibt es überall Abstandsmarkierungen und zum Beispiel Plexiglasscheiben an den Schaltern. Ich glaube, was wichtig ist, was viele Gäste umtreibt, ist, warum darf ich eigentlich auch jetzt immer noch so nah beieinander sitzen an Bord? Und das hat mit den HEPA-Filtern zu tun, die, glaube ich, mittlerweile auch ziemlich bekannt geworden sind. Diese HEPA-Filter sorgen einfach dafür, gemeinsam mit der Klimaanlage im Flugzeug, dass die Luft ungefähr alle 3 Minuten ausgetauscht wird. Und die Luft fließt auch immer von oben nach unten, sodass sich die Luft einfach nicht in der Kabine verteilt. Und gemeinsam mit der Maskenpflicht, die es jetzt auch bei Lufthansa neu gibt, ist das Infektionsrisiko an Bord einfach noch mal reduziert. Wir haben uns in den letzten Wochen ganz viel Zeit genommen, jeden einzelnen Prozessschritt durchzugehen. Gemeinsam mit Experten. Wir haben einen eigenen Virologen bei Lufthansa, der uns da auch geholfen hat. Und ja, haben versucht, so viel Service wie möglich auch beizubehalten, weil wir wollen auch wirklich eine Premium-Airline bleiben. Was bedeutet das konkret? Wir haben so ein paar Services, die müssen wir momentan wirklich einstellen. Beispielsweise, wir können keine frischen Mahlzeiten durch die Kabine fahren. Das betrifft zum Beispiel Services in der Business Class oder auch in der First Class. Da werden einfach alle Gerichte direkt in der Galley zubereitet. Oder wir haben auch die Magazine für den Moment von Bord genommen. Andere Services mussten wir leicht verändern. Zum Beispiel gibt es jetzt mit jedem Refill auch ein neues Glas. Damit sind die Hygienestandards abgedeckt. Und ja, viele Services konnten wir einfach jetzt vor kurzem auch wieder einführen. Zum Beispiel haben wir alle Kissen, Decken, Matratzen zurückgeholt. Sehr, sehr wichtig auf den Nachtflügen. Natürlich werden die immer gereinigt. Oder es gibt auch wieder Auswahl an Bord. Für die Lounges ist es leider ein bisschen komplizierter. In den Lounges arbeiten wir sehr eng mit den Gesundheitsämtern zusammen, aber momentan können wir einfach den normalen Lounge-Service mit dem Buffet noch nicht zurückbringen. Deswegen ist für uns so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite freuen sich viele Gäste, dass die Lounges wieder offen sind. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir manche Gäste enttäuschen, weil der Service nicht so ist, wie sie ihn gewohnt waren. Wir versuchen das so schnell wie möglich wieder zu verbessern, sodass auch alle wieder gerne in unsere Lounges gehen. Am besten informieren sich unsere Gäste auf der lufthansa.com oder auch auf den Social-Media-Kanälen. Da findet man inzwischen auch sehr viele Videos, wo man sich nochmal einen zusätzlichen Eindruck verschaffen kann, was Reisen jetzt aktuell bedeutet. Wir bitten unsere Gäste auch, dass sie möglichst online einchecken und dass sie auch möglichst viel Handgepäck einchecken. Wir versuchen an den Airports so viel wie möglich Standards zu schaffen. Das ist in der aktuellen Situation nicht ganz einfach, weil einfach in jedem Land ein bisschen andere Regeln gelten. Das heißt wirklich wichtig, dass man sich vorab informiert. Das kann man nochmal sehr, sehr gut tun, auch mit unserem Travel Briefing. Das verschicken wir einige Tage vor Abflug. Da steht nochmal ganz genau drin, was man beachten sollte, an was man denken sollte, wenn man jetzt in Zeiten von Corona mit Lufthansa reist.